Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog und herzlich willkommen vom Parkplatz des Hotel Newport Bay Club. Und was wir heute alles erleben, das seht ihr nach dem Intro. Wir nähern uns jetzt langsam dem Newport Bay Club, haben hier gut geparkt. Parkplatz ist ziemlich voll, finde ich, und auch hier vor sieht es schon irgendwie ziemlich bedrohlich voll aus. Was es genau ist, ob da jetzt irgendwie eine Schulklasse angereist ist oder ob das die normale Schlange ist, das konnte ich noch nicht ergründen. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch weiter berichten. Wie in den Disney-Parks müsst ihr auch vorher, bevor ihr in die Hotels geht, durch einen Security-Check-In. Hier ist jetzt heute Morgen schon sehr, sehr viel los. Es ist jetzt gleich 9 Uhr und die meisten Leute wollen natürlich jetzt auch in die Parks. Wie das ist mit dem Check-In, das weiß ich leider nicht. Ich habe versucht, im Internet mal zu schauen nach einem Online-Check-In, dazu aber auch nicht wirklich was gefunden. Wir schauen mal, ob wir jetzt schon eine Zimmerkarte bekommen oder ob wir heute Nachmittag dann wiederkommen werden, was wir ja sowieso tun, weil wir ja auch ein bisschen was vorhaben heute. Von daher bin ich eh ganz relaxed, weil wir haben Karten, Eintrittskarten für die Disney Parks und von daher jetzt erstmal überhaupt gar keine Probleme und auch gar keinen Stress. Wir haben uns jetzt für den Check-in heute Nachmittag entschieden, weil das ganze Hotel steht voll mit Warteschlangen. Also das hier, was ihr hier seht, das ist die Schlange zum Frühstück und es ist jetzt kurz nach 9, die Leute haben wohl alle noch nicht gefrühstückt. Eigentlich hatten wir vor, morgen frühstücken zu gehen, darauf werden wir aber jetzt wirklich verzichten. Ich gehe lieber morgen irgendwas im Park essen, bevor ich mich da in meterlange Schlangen anstellen muss. Disneyland Hotel angekommen. Also wir stehen jetzt hier am Infinity und Magic Plus Jahreskarteneingang. Die Schlangen sind mega lang. Es sind so viele Leute unterwegs und irgendwie, ich weiß auch nicht, finde im letzten Jahr war das irgendwie alles ein bisschen besser geregelt und ein bisschen geordneter. Im Moment kommt mir das alles sehr, sehr chaotisch vor, aber naja, ich bin mal gespannt, wie sich das auf den Tag auswirkt und ihr werdet es ja nachher sehen. Endlich im Park angekommen und ja, die Begrüßung könnte schöner nicht sein. Es ist einfach wieder unglaublich schön, einfach wieder hier sein zu dürfen und auch wenn das Wetter nicht ganz so toll ist, ist es super warm, aber ja, die Sonne könnte sich ruhig noch blicken lassen. Einige haben ja gefragt, was man erfüllen sollte, wenn man im Moment in ein Restaurant geht und ich zeige euch das einfach mal hier auf diesem Schild. Da seht ihr dann auch nochmal den QR-Code für die Anti-Covid-App, die es hier in Frankreich gibt. Und ihr habt natürlich dann auch die Möglichkeit, eure Speisekarte dann auch digital auf dem Handy zu sehen. Ganz einfach ist die Frühstückssituation hier in Frankreich nicht. Ich würde mir wünschen, wenn es hier so einen Stand geben würde, wo man sich vielleicht Baguettes kaufen könnte mit Käse, mit Schinken, keine Ahnung. So, das gibt es immer meistens hier erst ab mittags und morgens könnt ihr euch nur solche süßen Sachen wie hier vor mir das kaufen. Das ist jetzt so eine Art Krapfen gefüllt mit Nutella, aber naja, wenn man Hunger hat, dann geht das auch und die meisten essen ja sowieso süßes Frühstück, von daher passt das auch. Ich bin in diesem Jahr tatsächlich noch kein einziges Mal Achterbahn gefahren. Das muss jetzt geändert werden. Ich habe natürlich gewartet auf die Fahrt mit dem Big Thunder Mountain. Und wie es da so zugeht, das seht ihr jetzt. Thank you.
ich habe gerade die Lotte getroffen und die Lotte hat mir eine Maske von Phantom Manor mitgebracht. Ihr könnt sehen, meine medizinische Maske trage ich natürlich drunter. Und Lotte ist komplett im Dress. Also, was können wir jetzt anders machen, außer Phantom Manor fahren, oder? What else? Los geht's. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich an diesen Anblick hier, an dieses verhüllte Schloss, immer mehr gewöhnen kann. Also, es ist schon krass, die haben es schon wirklich gut gemacht. Und auch wenn man Erstbesucher ist, dann hat man wenigstens das Gefühl, dass das Schloss noch da ist und nicht komplett weg ist. Es ist schon echt gut gemacht und ich will nicht wissen, wie teuer das ist, so große, ich weiß nicht, ob das Plan oder ob das Holz ist, bedrucken zu lassen. Das ist schon echt cool. Und dann seht ihr da oben auch noch die drei guten Feen. Ich glaube, gerade jetzt zu der Zeit, es ist nie verkehrt, einen Wunschbrunnen zu benutzen. Es ist erst kurz vor 12, aber langsam haben wir dann doch etwas mehr Hunger. Und bevor es dann nachher nach Müll geht, wollen wir jetzt mal Bellanotte ausprobieren. Und in den 29 Jahren, die ich jetzt hier schon ins Disneyland fahre, habe ich Bellanotte tatsächlich noch nie ausprobiert. Und das will ich jetzt mal ändern. Ich habe es ja auch diese Woche bei den Mädels gesehen. Und ja, was es da alles so gibt. Ich glaube, es gibt Pizza, Pasta und Lasagne. Schauen wir uns dann jetzt einfach mal an, wenn wir da reingehen. Ich habe es euch ja gestern schon kurz gezeigt bei Annette's Diner. Das ist der QR-Code für die Covid-App. Ich scanne die jetzt einfach hier mal ein mit meinem Handy. Das könnt ihr sehen, das ist schon passiert. Ja. Und dann gebt ihr einfach euren Namen ein und eure Telefonnummer. Und dann seid ihr auch schon eingeloggt und die wissen Bescheid, falls es irgendwelche Fälle hier geben sollte. Ich habe mich jetzt, glaube ich, für das typische Gericht hier entschieden, und zwar Spaghetti mit Fleischbällchen. Dann gibt es hier Knoblauchbrot, ein Tiramisu als Dessert und eine große Cola. Ja, ich bin mal gespannt, ob es schmeckt. Ich bin gar nicht so dieser Spaghetti-Mensch oder Pasta-Mensch, aber eigentlich wollte ich Lasagne. Dann habe ich die Portion gesehen und habe mich dann dagegen entschieden, weil für das Geld, ich habe das Ganze hat jetzt gekostet normal 17 Euro, aber es gibt ja dann mit der Jahreskarte auch nochmal 15% Rabatt. Und ja, ist für Disneyland-Verhältnisse ganz in Ordnung. It's a Small World wurde auch, also es wurde ein bisschen was geändert. Ihr könnt sehen, zwischen jedem Sitzen, also zwischen jeder Reihe, ist jetzt eine Plexiglasscheibe, um euch natürlich vor den Aerosolen eurer Sitz vor oder hinter Männer zu schützen. Ja, auf geht's auf eine kleine Reise durch die Welt. Ja, It's a Small World, das ist einfach immer so ein Muss, nichts Besonderes, aber irgendwie war es jetzt doch was für mich Besonderes, denn mir sind tatsächlich gerade die Tränen gekommen. Ich musste meine Sonnenbrille anziehen, denn ich glaube, It's a Small World ist eine Attraktion, die nie mehr Bedeutung hatte, als sie jetzt hatte. Ich meine, wir haben in den letzten anderthalb Jahren alle so viel durchmachen müssen und eine komplett neue Welt kennengelernt. Und jetzt da durchzufahren und diese ganzen singenden Puppen und diese Heiterkeit und sowas wieder zu erleben, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Und normalerweise bin ich da etwas härter, aber diesmal, ja, da musste ich dann auch mal so ein bisschen Emotionen zeigen.
Natürlich gibt es hier auch im Hotel Newport Bay Club einen Shop und ihr könnt sehen, hier haben wir schon den Make-A-Wish-Rucksack. Viele Sachen sind ja im Moment hier im Angebot. Und ich werde mich auch später nochmal genauer umschauen. Ich möchte euch jetzt hier keinen kompletten View geben über das, was es gibt. Nur mal kurz drüber schauen, was es alles so gibt. Hier haben wir die Weihnachtsabteilung und natürlich Mickey als Kapitän. Richtig, richtig cool. Es ist jetzt knapp 13.30 Uhr und unser Zimmer hier im Newport Bay Club ist noch nicht fertig. Wir haben aber trotzdem schon eingecheckt und haben hier einen Umschlag bekommen mit allen möglichen Informationen und auch unsere Magic-Pässe. Das ist dann unsere Türkarte und wenn ihr eine Pauschale gebucht habt, auch eure Eintrittskarte in den Park. Wir haben jetzt unsere Telefonnummer hinterlassen, also meine Handynummer, und ich werde dann per Nachricht benachrichtigt, wenn das Zimmer dann fertig ist und wir dann unsere Koffer endlich hochbringen können. Und jetzt geht's ab nach Mö zum Lagerverkauf. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir sind jetzt hier angekommen in Mö. Wie der Laden genau heißt, Ressourcerie Horizon, keine Ahnung genau. Und wir schauen uns das jetzt mal an, ob es hier wirklich noch Artikel aus dem Disneyland Hotel gibt. Wenn ja, dann werdet ihr es gleich sehen. Wenn nein, dann werdet ihr gleich einen enttäuschten Daniel erleben. Wie befürchtet, war das ein Satz mit X. Es gab tatsächlich nichts mehr und wir haben eine Mitarbeiterin angesprochen, die zuerst gar nicht wusste, was wir überhaupt wollten. Sie hat aber dann freundlicherweise nachgefragt und dann auch die Managerin gerufen, die dann auf Englisch sich mit uns unterhalten hat. Es ist tatsächlich alles ausverkauft, aber im Juli oder August soll es nochmal einen Nachschub geben. Die werden das dann auf ihrer Facebook-Seite wahrscheinlich dann nochmal kundtun und dann veröffentlichen. Ja, wer weiß, wozu es gut ist. Natürlich wäre es jetzt cool gewesen, einen Stuhl oder einen Nachttisch oder eine Lampe aus dem Disneyland Hotel zu haben, aber naja, gut, was macht man dann im Endeffekt damit, ne? Außer es irgendwo hinzustellen. Aber es wäre halt eine coole Erinnerung gewesen. Von daher so ein bisschen traurig bin ich jetzt schon. Aber naja, Geld sparen ist nie schlecht. Jetzt geht es zurück zum Disneyland Park. Vielleicht bekommen wir bis dahin unsere SMS, dass unser Zimmer ready ist. Das wäre ganz cool, wenn ich es ja mal ein bisschen frisch machen könnte, bevor es dann weitergeht. Aber wenn nicht, suchen wir uns jetzt erstmal ein Plätzchen, wo wir was trinken können. Und dann geht's ab in die Parks. Eine ganz kurze Storytime. Alle wissen ja, was das hier für mich bedeutet mittlerweile. Einige von euch wissen es noch nicht und fragen mich immer wieder, warum schlägst du immer die Palme ab? Ja, das ist ganz, ganz einfach, denn vor einigen Jahren, also circa vor 12, 13 Jahren, bin ich gegen diese Palme gelaufen und seitdem ist es für mich Tradition, einfach, wenn ich hier durch die Walt Disney Studios laufe, durch Studio 1, immer einmal wenigstens die Palme abzuschlagen. Das ist mittlerweile wie so eine Art Zwang, ein Glücksbringer und eine Tradition. Und viele von euch machen das mittlerweile ja auch. Und da freue ich mich immer, wenn ihr mich dann verlinkt in der Story. Ja, so muss es auch diesmal wieder sein. Aber genug abgeschlagen. Mal schauen, was in den Studios hier so abgeht. Ich bin ja nicht so der Fan von Foto-Meetups oder diesen ganzen Meeting-Points mit den Charakteren. In meinen Videos werdet ihr davon auch gar nicht so viel sehen. Wir stehen aber trotzdem jetzt hier am Mickey and the Magician Theater und gehen da mal rein. Da ist ja auch Mickey und eine Prinzessin. Wer, weiß ich nicht. Das muss ich mir auf jeden Fall jetzt mal anschauen, weil es ist ganz wenig los. Wir werden hier nicht länger als 10 Minuten warten müssen. Und wenn ihr sehen wollt, wen man hier alles treffen kann zurzeit, dann würde ich euch sagen, schaut mal bei Moni vorbei, also bei Moni Maus. Die hat da gestern ein Video zu veröffentlicht oder vorgestern und zeigt euch alle Locations und alle Selfie Points, die ihr dann finden müsst, wenn ihr hier im Disneyland Paris seid. Hello Belle! How are you? It's a little bit too warm. Oh, really? Yeah, you look beautiful, but so warm or not? No, it's lovely in here. And I'm with my friend Lumiere. Lumiere. Where's the beast? Yeah. He's in the castle at the moment. Oh, it's better. It's colder there. Yeah, it's nice. Can we make some pictures? Of course. Thank you. You're back. Oh, it's time. It's time. We miss you. We miss you very much. You look incredible in your outfit. You're a real magician. Can we make some pictures? Thank you. Oh. Es ist 16.30 Uhr und es zieht sich langsam immer mehr zu. Sieht so aus, als ob es heute noch ein Gewitter geben würde. Wäre gar nicht so schlecht, weil, ich hab's ja schon gesagt, es ist wahnsinnig warm heute. Nicht nur warm, sondern auch schwül. Und dann ist es nochmal besonders schwer, durch die Maske durchzuatmen, finde ich. Aber wir halten das aus und machen es jetzt nochmal auf in Richtung Disneyland Park. Wir haben bisher noch keine Nachricht vom Hotel bekommen, dass unser Zimmer frei ist. Oder fertig ist, da bin ich mal gespannt. Jo. Ich sehe uns schon um 20 Uhr an der Rezeption stehen und fragen, was denn jetzt los ist. Aber
Egal, wir sind ja eh noch unterwegs, von daher ruhig Blut. Ja? The Magic Stick? Yes? In 2 minutes you are a unicorn. A unicorn. Wir haben gerade auf schnellstem Wege die Parks verlassen, denn es zieht ein Gewitter auf. Es wird immer dunkler und immer schwärzer da hinter mir. Kann man wahrscheinlich, ja, ein bisschen kann man es erkennen. Wir haben noch die Sarah, die Q, den Richie und den Mike getroffen, waren noch sehr, sehr nett und sehen wir vielleicht nachher nochmal wieder in der Sportsbar. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich in unser Zimmer können. Es ist jetzt 18.14 Uhr. Wir haben immer noch keine Benachrichtigung bekommen. Mal schauen, wir gehen jetzt einfach mal zur Rezeption und fragen mal nach und dann will ich unbedingt unter die Dusche, weil das wird echt Zeit. Jetzt habt ihr den Donner gehört und es fängt an zu regnen. Also los geht's. Wir haben endlich unser Zimmer bekommen. Ihr könnt sehen, zwei große Betten. Dann haben wir hier einen Schreibtisch. Das kommt mir schon sehr gelegen, damit ich nachher auch mein Video schneiden kann. Einen Fernseher mit ein paar Kommoden hier. Leider ist die Aussicht nicht so toll. Wir schauen einfach nur aufs Grün und da könnt ihr sehen, es ist gerade sehr, sehr dunkel geworden und es wird gleich ein Gewitter geben. Ja, das ist anscheinend ein Familienzimmer, weil man kann sehen, da kann man nochmal extra rein. Ein Flur. Dann haben wir hier kann man gar nicht zumachen, doch hier ist ein Vorhang, könnt ihr sehen. Da haben wir hier eine Kommode oder eine Garderobe, einen Safe, einen Waschtisch, Spiegel. Und hier geht es dann nochmal rüber zum richtigen Badezimmer mit einer Duschwanne. So eine kleine Sitzgelegenheit, nimmt man ja gerne mal in einem Bad. Und natürlich eine Toilette. Also ist schon ganz cool. Wir haben jetzt 330 Euro für diese eine Nacht bezahlt. Ja, ist kein Schnapper, aber ist schon eigentlich ganz nice hier. Ja, ich denke mal, die Bilder sprechen für sich und da muss man nicht viel zu sagen. Ich könnte jetzt ein bisschen schöne Musik einspielen und dann so tun, als ob das schön wäre, aber naja, wir hatten den ganzen Tag Glück und warten jetzt einfach mal ab. Ich würde auch sagen, damit beenden wir jetzt den heutigen Vlog. Ja, ist alles ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Der Lagerverkauf ist dann doch nicht so toll gewesen, weil es ja einfach nichts mehr gab. Wir hatten aber einen wunderschönen Tag in beiden Parks, das auf jeden Fall. Das Hotel ist schön, es war zwar ein bisschen holprig, dass wir erst so spät jetzt unseren Zimmercode bekommen haben, also welches Zimmer wir überhaupt haben, aber auch egal, weil wir waren ja eh unterwegs, von daher passt das schon. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Abend noch ganz schön wird. Sollte irgendwas noch passieren heute, sollten wir noch irgendwo besonders essen gehen oder was Tolles erleben, dann nehme ich euch das natürlich auf. Das zeige ich euch dann im nächsten Vlog. Ich verabschiede mich jetzt, möchte mich auch an dieser Stelle mal für die ganzen positiven Nachrichten bedanken, die ich von euch erhalten habe, bei Instagram und auch bei YouTube. Ich freue mich da wirklich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch die Glocke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!